Ja, hallo. Heute mal wieder eine Dampfmaschine. Ihr könnt sehen, sie läuft. Sie hat auch aktuell tatsächlich sehr, sehr gut Druck aufgebaut. Deswegen läuft sie auch gleich zum Anfang. Ich zeige sie einmal kurz von allen Seiten. Eine Vilesco D18 mit Originalverpackung und ein bisschen Zubehör. Ja, ihr könnt sehen, sie läuft, sie funktioniert, sie macht, was sie soll. Und ich nehme mal kurz den Speed raus und dann verrate ich noch ein bisschen was. Ja, ihr habt es gerade gesehen, sie läuft, sie funktioniert. Ich habe den Speed rausgenommen, dass man mich jetzt auch ein bisschen besser verstehen kann. Die Maschine ist in einem wirklich schönen Zustand, sehr sauber, sehr ordentlich, potenziell nie allzu viel gelaufen. Es ist die Originalbedienungsanleitung dabei. Es gibt eine Packung Speed dazu, der Schraubenschlüssel ist dabei, ein Trichter ist dabei, ein Satz Dichtung ist dabei, ein bisschen Dampfmaschinenöl ist dabei, ein Vilesco Prospekt ist noch dabei und nochmal der kleine Aufkleber, immer nur mit dem richtigen Öl benutzen. Die Originalverpackung hat leichte Spuren, aber alles im normalen Rahmen. Seiten auch nochmal. Also schon guter, erhaltungssammelwürdiger Zustand. Die Maschine selber, zeigen nochmal oben den Kessel, ordentlich, keine Macken. Hier jetzt gut gelaufen. Naja, ein bisschen Putzen, ein bisschen Fliege, aber das gehört ja tatsächlich eigentlich immer dazu. Auch hier im Kesselhaus. Kein Rost, keine Spuren. Jetzt hier ein bisschen Kondensfeuchtigkeit von dem Probelauf gegen eben. Ich habe jetzt gerade noch Mittel zum Kessel entkalken dran, deswegen hier auch leichte Laufspuren, beziehungsweise eine leichte Färbung des Wassers, aber auch das Übertreffer. Abtropfschälchen ist dabei. Ziemlich gut. Klar, Moment. Ah, sieht ja doch immer schöner aus im Trocken. Hier könnt ihr sehen, das Röhrchen in dieser Maschine. Der Kessel wird im Dampf erzeugt. Aua, wir drehen nochmal. Kessel wird im Dampf erzeugt, geht über dieses Röhrchen, hier über das Kontrollrädchen in den Zylinder. Da ist noch ein bisschen Restdampf drin, deswegen ja, so viel Dampf auch nicht mehr. Doch, springt sie auch nochmal an. Die Lampe kann man sehen. Und dann läuft von hier unter der Maschine eine Leitung wieder zurück nach hier hinten, wo dann hier oben aus dem Kessel auch Dampf rauskommt. Kann man jetzt hier ein bisschen schlecht sehen. Ja, auf dem Schattenwurf kann man es ein bisschen sehen. Da kommt dann Dampf raus. Wirklich ein schönes, realistisches Dampfmaschinen-Szenario. Hier ist noch ein Stückchen Schlauch mit bei. Das ist immer ganz praktisch, um das Wasser ablaufen zu lassen. Damit man das Wasser auch irgendwo hinlaufen lassen kann, wo man es auffangen kann und eigentlich nicht haben möchte. Ja, hier ist jetzt noch Mittel zum Entkalken im Kessel, aber man kann sehen, Kessel ist auch so ordentlich sauber, alles dicht, keine Spuren. Bild von unten mache ich auch gleich nochmal, packe ich mit rein. Wenn irgendwelche Fragen sind, sehr gerne fragen. Sonst ein sehr schönes Dampfmaschinchen. Ich hoffe, es findet sich jemand, der dieser Maschine ein schönes Zuhause gibt. Und sage vielen Dank und viele Grüße.